Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Soziale Ungleichheit und Bürgerkriege beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Soziale Ungleichheit und Bürgerkriege. Vom 3. Jahrhundert bis 2. Jahrhundert vor Christus eroberten die Römer die gesamte italienische Halbinsel, Griechenland, Teile Spaniens und das Gebiet des heutigen Tunesiens in Nordafrika. Militärische Gegner Roms waren in diesem Zeitraum unter anderem griechische Kolonien bzw. Städte in Süditalien, das Reich der Punier mit Karthago als Hauptstadt in Nordafrika und das Reich der Makedonien im heutigen Griechenland. Die Römer konnten in mehreren Kriegen alle diese Gegner besiegen. Aus den zahlreichen Eroberungen konnten im 2. Jahrhundert vor Christus vor allem die schon bisher reichen adeligen Römer, die Patrizier, besonderen Nutzen ziehen. Da viele Römer verarmten, die sogenannten Proletarier, und die Reichen, also die Patrizier, zusehends noch reicher wurden, kam es zu Protesten und Aufständen, die aber gewaltsam niedergeschlagen wurden. Versuche von einzelnen Politikern, wie den beiden Brüdern Tiberius Gracchus und Gaius Gracchus, man spricht von den sogenannten Brüdern Gracchus, Reformen durchzuführen und dem einfachen Nichtadeligen und meist armen Römern, also den Plebejern, zu helfen, wie zum Beispiel die kostenlose Verteilung von Land an die verarmten römischen Bauern, scheiterte am Widerstand des Senats. Die Plebejer, die Masse der nichtadeligen, meist ärmeren Bevölkerung aus Kleinbauern, Händlern und Handwerkern, konnten sich gegen die Patrizier mit ihrem Wunsch um politische Gleichberechtigung letztlich nicht durchsetzen. Der Senat wurde von den Patriziern beherrscht und konnte weiterhin die wesentlichen politischen Entscheidungen in der Römischen Republik tätigen. Die Plebejer konnten gewisse Entscheidungen des Senats nur für eine gewisse Zeit verhindern, indem ihre Vertreter, die sogenannten Volkstribunen, ein Veto einlegten. Der Begriff Veto bedeutet übersetzt Einspruch. In den folgenden Jahrzehnten kam es bis ins 1. Jahrhundert vor Christus zu zahlreichen Bürgerkriegen und Machtkämpfen, in denen verschiedene Politiker versuchten gewaltsam die alleinige Macht im Staat an sich zu reißen und eine Diktatur zu errichten. Politische Gegner wurden zu Tausenden hingerichtet und kaum jemand konnte sich des eigenen Lebens sicher sein. Viele Menschen sehnten sich nach Ruhe und Ordnung im Staat und waren dafür bereit, die eigene Freiheit, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, einschränken zu lassen und die Führung und Befehle eines starken Mannes in einer Diktatur zu akzeptieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema von der Diktatur zum römischen Kaiserreich.